weil ich mich aktiv für soziale Gerechtigkeit, für die Chancengleichheit aller Menschen und eine nachhaltige Politik einsetze. Ich möchte die Schuldenlast der Kommunen senken. Durch einen Altschuldenschnitt können die Kommunen wieder investieren in das, was die Menschen wirklich brauchen. In bezahlbaren Wohnraum, in gute Kitas, in Schulen und eine gute Infrastruktur. Wir an der Seite des Handwerks stehen. Zur Umsetzung unserer Ziele, zum Beispiel der Klimaschutzziele, brauchen wir ein innovatives Handwerk vor Ort. Wir müssen dafür sorgen, dass die Handwerkerinnen und Handwerker hervorragend ausgebildet sind und deswegen brauchen wir kostenfreie Techniker- und Meisterschulen. Wir müssen dem Handwerk helfen, dabei den Fachkräftemangel zu bekämpfen und wir brauchen ein attraktives Handwerk mit gut bezahlten Jobs. Dafür brauchen wir auch Tarifverträge.